Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind mitten im Januar, das heißt, viele haben große Neujahrsvorsätze und sind auf der Suche nach einem neuen Gym oder vielleicht auch nach einem ersten Gym überhaupt. Und deshalb wollen wir zu dem Thema mal ein Video machen. Woran erkenne ich eigentlich ein in unseren Augen geiles Gym? So, also ein Gym wie uns. Woran erkenne ich das? Und das fängt jetzt für uns schon beim Online-Auftritt an. Also, wie sieht die Homepage aus? Und da meine ich nicht nur, wie ist sie aufgebaut, sondern finde ich alle Infos, die ich haben will? Also, kann ich die da vernünftig kontaktieren? Ist die irgendwie aktuell oder gibt es da so einen News-Bereich, wo es irgendwelche News gibt vom Sommerfest 2018 oder so? Gibt es eine Übersicht über das Team? Also ich habe schon so viele Studio-Webseiten gesehen, die sagen, ja, persönliches Training, bla bla bla. Und es gibt nicht nur Infos über das Team, also es gibt noch nicht mal ein Bild irgendwie von den Trainern oder so. Ne? Das finde ich persönlich immer wichtig, dass man schon mal sieht, hey, wer ist denn da überhaupt aktiv? Wer betreut mich denn dann da? So. Und ich weiß, es ist ein Streitthema, aber gibt es Infos über die Mitgliedschaften? Also wir haben uns ja, könnt ihr euch online anschauen, dazu entschieden, das transparent zu machen, weil es einfach für uns auch transparent ist. Also es weiß jeder, wie die Mitgliedschaften bei uns aussehen. Das wissen auch die Mitglieder untereinander. Es gibt da keine extra Wurst. Dementsprechend haben wir es auch auf der Homepage. Ne? Viele Studios argumentieren ja, okay, die müssen erstmal verstehen, was wir für ein geiles Studio sind und was wir für besondere Trainer haben und so weiter. Und deshalb erklären wir denen erstmal alles, wie toll wir sind, bevor wir ihnen sagen, wie die Mitgliedschaft bei uns aussieht. Da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Also wir erklären natürlich auch, wie toll wir sind. Aber von uns aus kann jeder direkt am Anfang schon mal einsehen, wie die Mitgliedschaften bei uns aufgebaut sind. Also das finde ich immer gut. Wie gesagt, wissend, dass es einige Studios gibt, die das halt nicht machen, die zuerst wollen, dass ihr versteht, dass sie einen guten Job machen. Aber grundsätzlich, unabhängig, ob es jetzt online ist oder nicht, finde ich es einfach wichtig, dass es kundenfreundliche Mitgliedschaften gibt. Zum Thema Zwei-Jahres-Mitgliedschaften wird es eh bald eine Gesetzesänderung geben und dann ist es eigentlich eh irgendwie vom Tisch. Auch diese langen Verlängerungen werden vom Tisch sein. Viele werden Probleme bekommen mit den Pauschalen und so weiter. Also da reagiert der Gesetzgeber. Das haben wir von vornherein eh schon anders gelöst. Also Pauschalen gibt es nicht und so weiter. Für uns ist es wichtig, dass es kundenfreundlich ist. Also wir wollen, dass die Mitglieder hier sind, weil sie halt Bock hier drauf haben und nicht, weil sie vergessen haben zu kündigen. Auf der anderen Seite ist das natürlich wirtschaftlich, rein wirtschaftlich betrachtet, manchmal auch nicht die beste Entscheidung. So, dementsprechend muss es am Ende für beide Parteien passen. Ne? Sobald es einseitig wird, ist schwierig, aber es sollte dann doch auch irgendwie für die Mitglieder einfach eine faire Mitgliedschaft geben. Kurze Laufzeiten, flexible Ruhezeiten und so weiter sollte im Jahr 2022 eigentlich Standard sein. Also das ist für uns schon mal so Punkt Nummer eins. Wie ist der Online-Auftritt? Wie unkompliziert kann ich die kontaktieren? Wie viele Infos bekomme ich? Wie persönlich sind die? Und wie ist die Mitgliedschaft dann halt wirklich aufgebaut? Vor allem finde ich, der Preis soll auch der Preis sein. Das stimmt. Und nicht bei irgendwelchen. Ja. Habe ich selbst auch erlebt. Dann ist aber ein bisschen teuer mit der Anmeldegebühr. Ja, dann können wir die vielleicht halbieren. Ich weiß nicht, deiner Mama ist vielleicht ganz weg. Und dann machen wir hier noch einen Euro weniger die Woche. Und finde ich extrem schwierig. Das stimmt. Das gibt es oft, ohne jemandem was unterstellen zu wollen, dass die Preise so ein bisschen gewürfelt werden und wenn man da ein bisschen verhandelt, wird es irgendwie billiger und im Endeffekt reden die Leute auf der Trainingsfläche und sagen, ey, wie, du bezahlst nur so viel. Das ist ein absolutes No-Go, also es muss transparent einfach sein. Ja, safe. Dann der nächste Punkt ist, wie läuft eigentlich der Erstkontakt oder dann gegebenenfalls das Probetraining ab? Ne? Das sieht ja häufig so aus. Das muss man, glaube ich, gehen, mal Musik ausmachen. Musik ausmachen. Da? Hallo. Schnell, Musik aus, Musik aus. Wie lange darf man das auf YouTube spielen, bevor... Ich glaube 15 Sekunden, allerdings. Ja, das waren weniger als 15 Sekunden. Also häufig sieht ja das Probetraining so aus. Ja, servus, schön, dass du da bist. Guck mal, hier vorne sind die Umkleiden und hier ist die Trainingsfläche. Wenn du Fragen hast, melde dich, wir sind da und viel Spaß. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. So, ne? Also schaut beim Probetraining, ob
die Person, der Trainer, der Berater, wer auch immer da im Studio ist, sich wirklich für euch interessiert. Ja, so Fragen nach eurem aktuellen Trainingszustand, nach eurer Trainingserfahrung, nach eurer Gesundheit. Geht es euch gut? Habt ihr Knieschmerzen? Habt ihr sonst irgendwas? Das sollten einfach Standardfragen sein. Sprich, dass ihr mal mindestens irgendwie 10, 15 Minuten zusammensitzt und euch einfach so ein bisschen kennenlernt. Ja, was ist eure Vorstellung? Seid ihr eher Leute, die in Gruppen motivierter sind? Seid ihr eher Leute, die Einzeltraining machen? Das macht ja einen Unterschied, wie man das gestaltet. Deshalb ist der Ablauf des Probetrainings für mich eigentlich ein nächster Indikator, woran man ein wirklich gutes Studio erkennt. Also nehmen Sie sich Zeit für euch, fragen wirklich nach euch, nach euren Zielen, definieren gemeinsam mit euch Zielen oder halt eben nicht und sagen einfach nur, da ist die Fläche, viel Spaß. Wie wichtig so. Finde ich, ist es, ehrlich zu sein, wenn man Ziele nicht bedienen kann, aus Konzeptgründen oder aus Unrealitätsgründen. Finde ich auch wichtig. Am Ende des Tages sind beide nicht happy. Ich habe ja keinen Bock drauf, mit Leuten zu arbeiten, deren Ziele ich gar nicht erreichen kann, ne? Deren Ziele ich nicht oder deren Bedürfnisse ich nicht befriedigen kann. So. Und die Person wird mittelfristig auf mich keinen Bock haben, weil ich ihr Bedürfnis nicht befriedigen kann. Deshalb sage ich ihr das klar von Anfang an. Ne? Das haben wir teilweise zum Beispiel mit Leuten, die mit Reha-Sportrezepten kommen oder so, sagen wir ganz klar offen, pass auf, wir können das hier so in der Form nicht machen. Das bieten wir an und gut ist. Ne? Oder an anderer Stelle Leute, die sagen, ich will aber Gruppentraining, ich will Les-Mills-Kurse. Ja? Nichts pauschal gegen Les-Mills-Kurse, aber wir machen halt einfach keine Kurse. Und dann ist es okay zu sagen, ey, geh zu einem anderen Studio, die machen wirklich Bombenkurse, cooles Lichtkonzept, coole Trainer, es macht Bock und alle sind happy. So, ne? Von daher, safe, ein wichtiger Punkt. Nächstes Thema. Hier ist so ein bisschen die Ausstattung. Also wie ist das Studio wirklich ausgestattet? Oft ist es so, dass es in Studios einen Hersteller gibt, weil es dann natürlich billiger wird, wenn der Besitzer des Studios bei einem Hersteller einen großen Gerätepark bestellt. So. Ein Hersteller hat häufig Vor- und Nachteile. Also er wird Geräte, er wird Ausstattungsgegenstände haben, die sind vielleicht besser. Und andere Ausstattungsgegenstände sind vielleicht bei einem anderen Hersteller irgendwie besser. Ne? Deshalb wird es da Vor- und Nachteile geben. Und ihr erkennt es häufig dran, dass es einfach verschiedene Hersteller gibt. Ne? Dass es unterschiedliche Hersteller für Kleinteile, für Geräte, für die Cardio-Geräte und so weiter gibt. Immer vor dem Hintergrund, was ist das Beste für den Trainierenden. Ja? Auch wenn es dann vielleicht finanziell für den Besitzer erstmal ein bisschen schwieriger wird. So, ne? Also wenn es verschiedene Hersteller gibt, ist es immer schon mal ein Indikator. Da hat sich vielleicht jemand Gedanken gemacht, wo sind die Vorteile der Einzelnen und wie stelle ich deshalb das Equipment so zusammen. Zweites Thema, Bumperplates. So, ja? Nicht nur fürs olympische Gewichtheben, wo sie definitiv essentiell sind, sondern auch für Grundübungen wie zum Beispiel Kreuzheben. Wenn ihr ganz normale Scheiben nutzt, ja, haben wir auch, die in kleineren Gewichten immer kleiner werden, dann habt ihr ja bei einem Kreuzheben, bei einem Deadlift in der Ausgangsposition, wenn die Stange auf dem Boden liegt, die Stange tiefer, was im Endeffekt schlecht ist. Also wir brauchen eine vernünftige Ausgangsposition, um das sauber wegheben zu können. Und das muss unabhängig von eurem Gewicht immer dieselbe Höhe sein. Deshalb haben Bumperplates, unabhängig von ihrem Gewicht, immer denselben Durchmesser. Ja? Also auch das etwas, woran ich oder woran man in meinen Augen ein gutes Studio erkennt. Hi! Dann Plattformen oder generell die Böden so ein bisschen. Also dass ich irgendwo eine Möglichkeit habe, auch wirklich die Gewichte abzusetzen. Wenn ich sehr schwer hebe, dann ist es auch okay, wenn ich das Gewicht mal unsanft absetze. Und das ist halt auf einem reinen PVC-Boden oder so schwierig. Der sieht danach nicht mehr so gut aus, das wird den Betreiber nicht unbedingt freuen. Deshalb sind auch Plattformen, egal ob es jetzt so Freestanding sind, ob es Plattformen sind, die in Racks drin sind, oder ob es einfach nur vom Boden her einen Bereich gibt, wo man das vernünftig machen kann. Ist eigentlich egal, Hauptsache es gibt in irgendeiner Form sowas. Ja? Kleinteile sind ein interessantes Thema. Also bietet das Studio euch Bänder? Oder muss ich die irgendwie selber mitbringen? Weil das Studio sagt, die werden hier eh nur geklaut. Auch die Hantelscheiben an sich, also
wir gehen beispielsweise runter bis 0,5 Kilo. Bedeutet, ich kann bei Übungen, wo es kleine Gewichtsabstufungen gibt, kann ich wirklich auch nur ein Kilo dazu machen oder ein Kilo wegmachen. Das sind einfach so Ausrichtungsmerkmale, woran du erkennst, ob der Inhaber des Studios sich Gedanken gemacht hat übers Training, also wie das Mitglied am besten trainiert, oder ob er einfach eine Bestellung bei einem Hersteller aufgegeben hat und gesagt hat, hier komm, statte mir das mal irgendwie aus und dann läuft das schon. So, ne? Also der Punkt ist noch entscheidend. Dann Sauberkeit, Umkleidebereiche und so, das ist natürlich klar. Also unabhängig der Branche, wenn ich im Restaurant bin oder so, dann erwarte ich halt auch, dass einfach die Toiletten und so dann natürlich sauber sind. Aber auch Ordnung und Sauberkeit auf der Trainingsfläche, also ist alles da, wo es sein soll. Ne? Sind die Kurzhanteln in der richtigen Reihenfolge oder muss ich mir erstmal irgendwie ein paar zusammensuchen gehen? So. Je nachdem, wie groß das Studio ist, sind die teilweise in verschiedenen Ebenen. Ne? Dann brauche ich zwei Kettlebell und muss mal gucken, wo die zweite überhaupt ist. Also Ordnung, Sauberkeit sind absolut entscheidendes Thema. Ja? Sowohl im Nicht-Trainingsbereich als auch im Trainingsbereich. Auch in der heutigen Zeit, ne, also sind Kontaktflächen desinfiziert und so weiter, machen das die Mitglieder, achten die Trainer darauf. Das sind einfach wichtige Punkte, ne, die ihr ja auch im Endeffekt seht, sobald ihr euch den Laden anschauen geht. Ja. Dann generell das Verhalten der Trainer, also sind die Trainer wirklich Trainer? Sind sie quasi gerade dabei, irgendwelche Leute voll zu quatschen und ihnen irgendwelche Tipps zu geben? So. Oder sind die Trainer eher die am Trainerpoint sitzen und am PC rumspielen oder so? Ja. Hat mir auch mal ein Dozent, das war noch im Bachelor, erzählt, dass er gar nicht versteht, was überhaupt ein Trainerschreibtisch sein soll. Also warum steht auf einer Trainingsfläche ein Schreibtisch, wo die Trainer sind, weil die Trainer sollen ja bei den Mitgliedern sind und ihnen irgendwie helfen und nicht am Trainerschreibtisch sitzen. So, also wenn er merkt, es gibt eher irgendwo so einen Spot und da sind halt die Trainer und sie sind eher nicht so bei den Leuten, ist das wahrscheinlich nicht der beste Indikator für ein wirklich gutes Gym. Was haben wir noch? Habe ich so ein Gefühl für die Stimmung bekommen? Das stimmt. Oder den Mitgliedern? Ja, dass ich halt, wenn ich jetzt wirklich da bin und mache mal ein Probetraining, einfach mal reinspüre, wie gehen die Mitarbeiter, wie gehen die Mitglieder miteinander um? Haben die alle Kopfhörer drin und jeder macht so sein eigenes Ding und hat gar keinen Bock, mit irgendjemand anderem zu quatschen? Oder sind das eher Mitglieder, die sich auch austauschen, die mal gucken und fragen und wieso machst du das so? Ohne dass das jetzt wirklich so sein muss. Also es gibt natürlich Leute, die wollen ihr eigenes Ding machen, die wollen nicht vollgequatscht werden, wollen auch keine unnötigen Tipps von anderen bekommen oder so. Also das muss definitiv nicht so sein, aber das muss halt zu mir passen. Genau, dass Mitglieder halt trotzdem diesen sozialen Aspekt nicht ganz vergessen, ne? Weil viele wollen sich dann austauschen, unabhängig, ob es jetzt die eigene Gruppe ist, also ob es wirklich Freunde sind, mit denen ich mich sowieso schon angemeldet habe, oder ob es einfach Leute sind, die ich da kennenlerne, weil die immer montags um die Zeit da sind und dann entwickeln die sich dann Stück für Stück auch einfach zu einer Art Trainings-Buddies oder so. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein entscheidender Faktor für ein wirklich gutes Gym. Ja. Haben wir noch was? Naja, Vertrag haben wir ja. Ich denke, der Abschluss vielleicht, ob man dann merkt, derjenige muss das jetzt verkaufen. Stimmt auch. Ja. Wie das dann abläuft, ob das so ein bisschen gezwungen ist, ob das so ein bisschen gedrückt wird, irgendwelche Sachen angeboten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt passend sind. Ja, das stimmt. Pauschalen, versteckte Kosten, Wochenpreise sind immer ein spannendes Thema. Also ist es im Endeffekt eher so ein Hard-Selling, ja, und versucht die Person irgendwie den Abschluss zu machen, weil sie vielleicht eine Provision dafür bekommt. Oder ist sie einfach überzeugt davon, dass es ein gutes Studio ist, dass sie dir halt wirklich helfen können und lassen dir halt selbst quasi die freie Entscheidung, das halt zu machen oder halt nicht. Ja, also das werdet ihr auch merken, dass das sehr unterschiedlich ist von Studio zu Studio. Dann als letztes absolut entscheidend, helfen die Trainer dir beim Abbau der Langhantel? Ich weiß nicht, ob man das filmen darf. Menschen. Bei uns haben wir extra einen Mitarbeiter, der nur damit beschäftigt ist. Manchmal kann er so kurze. Okay.
Also das ist natürlich dann das, das i-Tüpfelchen für die absolut besten Gyms überhaupt. Um das alle flüstern, sobald man YouTube-Videos dreht. Ja, das sind so die in meinen Augen oder in unseren Augen Hauptpunkte, woran du ein wirklich gutes Studio erkennst, was dich voranbringen wird, was dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Und nächste Woche Sonntag gibt es wie immer ein neues YouTube-Video.